So. Und weiter geht's. Mit dem Stets. Oder so ähnlich. So, Map 6. Ach, das ist eine sehr schöne Map. Im Sinne von, ich habe sie früher gehasst, aber sie ist von Architektur gar nicht mal so schlecht. Oh, wir haben echt einen Granatenlauncher. Ja. Guck mal, was die alles kachen. Also als allererstes, hier unten steht ja immer die. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ist hier meine Maus? Wenn ja, hier unten steht immer, was für einen Modus die Waffe gerade hat. Und in dem Fall ist das praktisch die Art der Munition. Impact ist ganz klar Explosion. Als nächstes gibt es dann Sticky. Die kleben dann an der Wand und bleiben dort ein bisschen. Die bleiben auch an der Decke oder ähnliches. Oder am Boden, je nachdem, wo ihr hinwerft. Und. Na komm, mach ihn. Ah. Fangen dann an zu explodieren. Nach einer gewissen Zeit jeweils. Das ist geil. So, das nächste ist dann Napalm. Das ist dieses grüne Zeug. Ach Quatsch, nee, halt. Napalm ist ja Feuer. Napalm ist ein Brandbeschleuniger. Das hier. Ist geil. Das ist quasi. Ja, ist quasi Eis. Das hier ist jetzt das grüne Zeug. Und dann beginnt es gerade wieder von vorne. Explosion. Also, alles, was das Herz begehrt. Ich muss nur mal gucken, was Rechtsklick war. Was war denn Rechtsklick? War das das hier? Ah, Fernzünder. Geil. Okay, jetzt also, wenn ihr mehrere Sachen habt, könnt ihr auch alle fernzünden. Das ist nice. Siehst du? Da fällt mir gerade ein. Nein, das nicht. Das hier. Das ist ultra geil. Ja, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Alle weg bitte. Dankeschön. Ich lasse sowieso gleich nochmal neu. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Das hier ist krank. Mit dem Ding könnt ihr eine Rakete, die ihr abgeschossen habt, fernsteuern. Und natürlich euch auch, wenn ihr ganz dumm seid. Okay, das war nicht weit genug entfernt. Ich mach's mal so hier. Jetzt hier ist so viel Scheiß im Weg. Aha. Euch auch selber treffen. Ist natürlich hier, weil der Raum relativ klein ist, weil der Raum geht nur bis hier oben. Danach ist dann diese virtuelle Wand, wo der Himmel gezeichnet wird. Dementsprechend, aber gerade wenn man große Räume hat, kann man damit sehr gut die Waffe auch nachträglich den Gegner noch verfolgen und damit praktisch, wenn sich der Gegner bewegt, ihn erledigen. Man muss ihn aber halt nur selber folgen. Heißt also mit automatischer Anvisierung wie bei Doom for Doom gibt's leider nicht, aber allein das hier schon ultra geil. Und es gibt einen witzigen Effekt, und zwar den hier. Mist. Den hier. Yay. Jetzt dreht die einfach im Kreis. Also man kann schon ein paar witzige Sachen damit machen. Okay. Gut. Ich hätte beinahe schon wieder meine Kollegen abgeschossen. Beziehungsweise ich habe die gar nicht wieder abgeschossen, aber die haben zum Glück noch überlebt. Die sind aber garantiert innerlich schon tot. Die Map, die ist richtig Arsch. Kriegt Kacke. Ich muss jetzt praktisch da reinrennen und die ganze Zeit durch die Säure rennen. Das ist echt arschfit. Das ist wirklich unfair. Ich habe früher, als ich die Map zum ersten Mal gespielt habe, bei Vanilla Doom, versucht, über Stunden einen Trick zu finden, wie man das schafft,
Weil hier gibt es ja auch keine irgendwie, ja, irgendwie so diese Anzüge praktisch. Diese ABC-Anzüge. Gibt's ja nicht. Das ist schon echt ein bisschen unfair. Weil man ist praktisch dazu verdonnert, Leben zu verlieren. Und wenn man es umgehen könnte, finde ich sowas unfair. Gerade wenn man jetzt die vorherige Map mit, weiß nicht, 30 Leben beendet hat, dann kommt man bei der Map nicht mal weiter. Weil normalerweise, wenn du nicht springen kannst, dann verlierst du bei der Map, bei diesem durch das grüne Zeug laufen, mehr als 30. Das heißt also, du kommst an dem Punkt überhaupt nicht mehr weiter. Und das ist ja doch schon ein bisschen arg. Wow, also ich komme mal weiter. Ach, scheiße. Na komm. Ist das Bullshit. Fuck. Ich sollte aufhören, so viel zu quatschen und lieber mich daran erinnern, wie die Map ging. Das war ein sehr schöner Verlust an Punkten. Jetzt habe ich bloß noch unter 200 Verteidigung und gerade mal etwas über 200 Leben. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Und ja, wenn ich privat gespielt hätte, hätte ich das garantiert neu geladen. Aber beim Let's Play. Nee. So, Nummer 1 habe ich. Da habe ich wieder Pause geschickt. Ja, habe ich. Jetzt wird Nummer 2. Boah, da kommen wir mal mit, oder was? Also kommen überall welche. Ach scheiße. Okay. Also kommen ja die Viecher her. Vor allem durch diese scheiß Nachtsichtgerät, ich sehe nichts mehr. Die ganzen Gegner sind für mich jetzt einfach nur noch eine einzige grüne Masse. Danke dafür. Ist das verhindert. So, jetzt noch die ganzen Waffen nachfüllen. Und ich bin lebenstechnisch wieder auf unterstem Niveau. Ist das verhindert. Ist das behindert. Kann dieser scheiß Nachtsichtgerät endlich mal weggehen? Braucht doch keiner. Ach so, ja, da bitte nicht hingehen, das ist eine Falle. Auch wenn der Exit steht, es ist trotzdem noch eine Falle. Und es ist definitiv kein Exit. Außer das ist Secret Exit, das kann sein. Endlich geht das scheiß Nachtsichtgerät weg. Was bringt mir das hier, Leute? Dankeschön. Na komm. Was war das? Perfekt. Wow. Das war heftig. So, und genau genommen, mehr als diese einen Raum braucht man ja auch gar nicht. Dann nicht mehr richtig umbringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diese Stäbe. Weil, erstens, diese drei Typen, die da rauskommen, bleiben nur für eine einzige Map. Und es hat garantiert, einer von den dreien diesen Plasma-Werfer dabei. Und der ist ultra scheiße. Weil sobald du selber von dem getroffen wirst, obwohl ihr bei dem gleichen Team spielt, macht er dich kalt. Und Plasma zieht eine ganze Menge Schaden ab.
wenn du da in der Position bist, wie ich jetzt gerade bin, dann kannst du da sehr schnell einfach mal von sterben. Und das ist schon gleich schon eine Arsch. So, speichern wir mal. Hier könnte ich ja tatsächlich ein Nachtlichtgerät brauchen. Ich hole es mir einfach mal. Da fand ich das, was die ältere Map, die hat einfach nur die ganzen Farben angehoben. Heißt also, es gab kein Helligkeitswert mehr, sondern es waren alle Sektoren immer mit voller Helligkeit da. Das fand ich besser, weil hier, ich meine, es war realistischer, aber ich meine, die Monster sind nicht realistisch und das merkst du daran, ja, dass sofort ich einfach die Monster nur noch als grüne Masse siehst und überhaupt nicht unterscheiden kannst, wo ist jetzt was für Monster. Gerade wenn es eine ganze Menge Monster sind. Da hat sie dann einfach nur noch eine so zähe Masse, wie so ein Nudelsalat, der ausgetrocknet ist. Ja. So eine richtige Suppe einfach. Was hilft denn da? Ich habe gerade eine Spinne gehört. Wo sind die? Irgendwo. Hier. Ach, das! Ach, die Scheiße. Digga, das war ja gar keine Spinne. Das war fucking selber die mit dem. Zum Glück hat meines Hendrik gar nicht überlebt. Und wäre ich jetzt Ultra Power wild. Alter, ich kann ja auch überhaupt nicht mehr Feind von Freund unterscheiden. Wow. Ich hasse das Nachtlichtgerät. Es ist Bullshit. Hört ihr? Bullshit. Oh Mann, Alter. Hä? Ich hab da mal ihn befreit. Alter, ich sehe hier gar nichts mehr. Ich meine, die Sonne ist jetzt zum Glück relativ weit rum. So, das hätten wir. Hier ist nichts mehr. Boah, Alter. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ach du Kacke. So, erstmal Waffencheck machen. So, jetzt aber Waffencheck. Sieht alles gut aus. Okay. Dann geht's jetzt auf den Ziel. Und das hier ist das normale Ziel.
Tada! Oh Mann, ey. Das war eine Map. Oha. Und die fängt doch wieder mit an. Allerdings ist das Problem von meinem zukünftigen Ich, was in 5 Sekunden kommt.